Servus Leute, Mahlzeit. Seid gegrüßt. The day after. Ja, ich war ja gestern schon fleißig unterwegs im Nordschwarzwald auf dem Alptal Adventure Track. Der erste Etappe, über 25 Kilometer mit mehr als 1000 Höhenmeter. Da habe ich gedacht, ja, bei dem herrlichen Wetter lege ich gleich heute nochmal eine kleine Schippe nach. Nochmal eine 13 Kilometer Wanderung. Und zwar bin ich hier in Hausach im Ortenaukreis. Das liegt sehr verkehrsgünstig an der B33 zwischen Offenburg und Villingen-Schwenningen. Ich habe hier in der Nähe vom Bahnhof geparkt, bei der Kinzig. Und es steht eine, wie gesagt, 13 Kilometer, eher 14 Kilometer, weil ich ein bisschen weiter entfernt von der Strecke geparkt habe. Tour vor mir. Es geht dann über den Spitzfelsen mit schönem Aussichtspunkt über das Weiße Kreuz bis zum Hohen Lochen mit der Hohen Lochenhütte vorbei, die sich in 640 Metern Höhe befindet. Dort gibt es auch einen schönen Brunnen, aus dem man trinken kann. Eine Biwakhütte, die es erst dort seit 2016 gibt, wo man übernachten kann. Viele Sitzgelegenheiten, ja, einfach eine herrliche Strecke, aber auch wieder mit einigen Höhenmetern gespickt. Und so freue ich mich, wenn ihr wieder mit dabei seid und wünsche euch viel Spaß mit meiner Sonntagstour. Ja, es geht jetzt hier erstmal einige hundert Meter flussaufwärts an der Kinzig entlang, bis es dann später mal wieder ansteigt Richtung Spitzfelsen. Bis dahin dauert es aber noch ein bisschen. Und das Wetter ist natürlich heute auch wieder prächtig. Viel Sonne, aber ein kleiner kühler Wind bläst schon. Aber alles in allem sehr angenehm. Ja, liebe Leute, und das gefällt mir hier so an der Stadt Hausach, dass es hier sehr viele kostenlose Parkplätze im Bereich der Bahnlinie nahe der Kinzig gibt. Also da findet man immer wieder freie Parkplätze, sehr stadtnah, und von da kann man dann seine Touren planen. Einfach echt toll gemacht. Das Ganze eben gratis. Und ich bin hier weiter auf dem Kinzigtalradweg unterwegs. Und da sieht man schon die nächsten Anhöhen hier, die vor mir liegen. Da wird es also nachher wieder kräftig bergan gehen. Ich weiß ja nicht, ob ihr es sehen könnt, aber da oben fliegt gerade ein Gleitschirmflieger durch die Lüfte hier am Berghang. Wahrscheinlich könnt ihr das nicht so sehen hier auf der Actioncam, aber bei dem herrlichen Wetter bietet sich das an. Und auf dieser Seite darf ich dann hochmarschieren. So, hier geht es gleich wieder nach fast 2 Kilometern richtig kräftig bergan. Hier jetzt wieder der Blick zurück auf die Stadt Hausach, die Kinzigtalstadt hier. Herrlich, unten plätschert die Kinzig vor sich hin. Hier hinten da geht es durch den Sommerbergtunnel entlang, der mehr als 1 Kilometer lang ist.
immer weiter bergauf. Bis zum Spitzfelsen wurden mir unten noch 2,2 Kilometer angezeigt. Unten auf Kinzighöhe war ich etwa 240 Meter hoch. Und ich komme ja heute fast schon in Bereich um fast ca. 700 Meter Höhe. Also auch wieder einiges für nur 13 Kilometer Länge. Hui, diese Sitzgelegenheit hier, die ist ja mal an der richtigen Stelle hier mit diesem prachtvollen Ausblick auf die Kinzig, ja, und eben die Stadt Hausach, sehr weitläufig das Gebiet bis ganz nach vorne, wo man dann schon Richtung Haslach schauen kann. Den Uhrenkopfturm kann man von hier mit bloßem Auge erkennen. In etwa, ich gucke, dass ich euch das so grob zeige, in etwa da, wo jetzt mein Zeigefinger ist, da ist auch der Uhrenkopfturm, an dem ich vor etwa einer Woche war, auch bei bestem Wetter. Und es geht weiter auf dem Weg Richtung Spitzfelsen. Ha, liebe Leute, also so langsam glaube ich das doch, dass diese Tour hier 642 Höhenmeter hat. Also deutlich mehr als 600 Höhenmeter, weil es geht hier die ganze Zeit ab Hausach nach Überqueren der Brücke immer nur kräftig bergauf, aber richtig steil. Also da werde ich mit beiden Touren zusammen auf etwa 1700 Höhenmeter kommen, die gestrige. Und die heutige, ja, das summiert sich dann schon. Auch wenn ich hier jetzt schaue, egal welchen der drei Wege man nimmt, es geht überall richtig kräftig hoch. Ich muss erst mal schauen, welchen ich da nehmen muss. Auf jeden Fall hier links geht es nicht weiter, es geht nach oben. Gerade mal Glück gehabt, Leute. Es geht doch den rechten Weg, der eben weiter verläuft, also erstmal nicht bergauf. Aber die nächsten Höhenmeter, die warten schon auf mich. Davon bin ich überzeugt. Und die ersten Schweißperlen, die sitzen auch schon auf meiner Stirn, wie ihr sehen könnt. Und weiter geht's.
Ja, ich bin hier weiterhin auf dem Westweg unterwegs, der roten Raute auf weißem Grund. Hier kann man es noch mal sehen. Habt ihr gesehen, ich habe Glück gehabt, da ist gerade ein Gleitschirmflieger oben am Spitzfelsen gestartet. Der hat noch warten müssen, bis der Aufwind optimal war, dass er starten konnte. Viele Menschen da oben, wo das ganze Spektakel miterlebt haben und diesen herrlichen Ausblick runter ins hintere Kinzigtal genossen haben. Einfach gigantisch. Ja, der schmale Pfad hier nach dem Blick aufs Schlössle, ziemlich matschig, sumpfig teilweise. Also braucht man schon ein bisschen gutes, griffiges Schuhwerk. Wahrscheinlich ist da in letzter Zeit auch Schnee gelegen, bis vor einigen Tagen. Und wenn das dann schmilzt, dann gibt es halt diese Suppe hier. Aber es wird jetzt schon wieder besser. Und es geht in großen Schritten Richtung Hohenlochen mit der imposant gelegenen Hohenlochenhütte. Toller Ausblick von dort. Echt gigantisch. Wenn man mal einmal dort war, da will man immer wieder hin. So, jetzt angekommen hier unmittelbar an der Hohenlochenhütte. Hier gibt es das leckere Quellwasser. Ich zoome mal wieder hin. Nicht so kalt, trotzdem angenehm und erfrischend. Schmeckt besser wie zu Hause aus dem Wasserhahn. Das sage ich euch. Echt klasse, dieses Wasser. Thank you.
So, hier an der Hütte gerade eben, da war doch jede Menge Frequenz von Leuten, also sehr viele Menschen, die da Pause gemacht haben, gefespert und so weiter. Naja, da konnte ich jetzt nicht so filmen, aber ich denke, ihr habt mal hier diesen Biwakbereich gesehen, wo man drin schlafen kann. Diesen Pott, Übernachtungspott, sehr schön. Und jetzt geht es hier zum Guck ins Talbänkle. Schauen, wo es hier hochgeht. Und hier dieses sehr hohe Windrad wieder, das sich da über mir breit macht. Sehr schöne, weich gefederte Naturwege hier. Echt sehr bequem zu laufen. Ich sage ja lieber 3-4 Mal lieber Waldwege, Naturwege, als wie Asphalt, Beton. Das macht den Beinen viel mehr Freude. Da könnte man echt stundenlang drauf laufen. Hier jetzt der Aussichtspunkt Guck ins Tal, etwas abgelegen vom normalen Weg, versteckt, aber es gibt doch Hinweisschilder, die dann hierher führen. Ah, sehr schön. Prima.
like a road. It penetrates and makes us whole. Ein prachtvoller Weg hier, echt, zu diesem Guck ins Talblick. So ein schöner Weg. Und jetzt geht es wieder auf den Rückweg nach Hausach, damit sich die Runde wieder schließt. Alles schön bemoost hier. Und wieder zurück an der Hohen Lochenhütte. Ja, ein kleines Stück muss ich ja denselben Weg wieder zurücklaufen. Da komme ich eben hier vorbei. Und dann geht es nachher dann auf der anderen Seite runter nach Hausach. Und das Wald-WC befindet sich unweit der Hütte, 40 Meter entfernt. Siehe hier. Mit ausreichend Klopapier. Plumpsklo. Und hier oben geht es wieder zum Brunnen zurück.
Wieder mal so ein grandioser Ausblick. Wahnsinn. Wer möchte, kann sich hier gerne hinlegen und das Ganze auf sich wirken lassen. Phänomenal hier. Dieser Blick runter ins Tal auf die einzelnen Bauernhöfe. Und hier schon mal ein letzter Blick runter auf die Kinzig-Gemeinde Hausach. Jetzt habe ich nur noch etwa 2 Kilometer vor mir, dann habe ich es auch wieder geschafft. Und mit diesem Blick von gerade eben verabschiede ich mich wieder von euch. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ja, ein langes Wochenende ist für mich zu Ende gegangen mit 2 schönen Wanderungen. Insgesamt um die 1700 Höhenmeter bin ich dabei gegangen an beiden Tagen. Und ja, stundenmäßig werden es knapp über 10 Stunden Wanderzeit sein, gestern und heute insgesamt. Gestern waren es ja so 6 Stunden 40 und jetzt liege ich schon bei 3:14, also die 10 Stunden kommen zusammen, rein zufällig. Ja, aber es war wirklich sehr tolles Wetter an beiden Tagen, ideal, um draußen sich in der Natur zu bewegen. Also vielen Dank fürs Zuschauen, ich sage bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, ciao.